Das ist Bahar. Sie ist im ganzen Viertel bekannt, denn sie fährt Taxi. Weniger bekannt ist, dass sie eigentlich Maschinenbauerin ist. Das hat sie im Irak studiert. Sie sagt oft, dass sie ihr Hirn im Kofferraum parkt, während sie fährt. Was lustig klingt, ist ganz schön traurig. Denn der sogenannte Brain Waste ist ein Verlust für Person und Gesellschaft. Bahar ist unterfordert, verdient weniger als in einer qualifizierten Beschäftigung. Und auch der Staat erhält weniger Steuereinnahmen. Wusstest du, dass dieser Brain Waste eher Frauen mit Migrationshintergrund als Männer betrifft? Südwind setzt sich dafür ein, dass im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele alle Menschen frei von Armut und mit einer menschenwürdigen Arbeit leben können. Nein zu Brain Waste. Ja zur Vielfalt.